Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Microsoft Word. Heute sagen wir, wir sind zufrieden mit unserem Dokument, wir wollen das ausdrucken. Wir wollen das ausdrucken, unser Dokument. Gibt es ein paar Kniffe? Gibt es ein paar Kniffe, die möchte ich kurz herzeigen, um einfach unnötige Papierverschwendung zu vermeiden. Also ich habe da unser Programm. Unser Dokument natürlich, ja. Wir programmieren ja nicht, wir arbeiten mit dem Computer. Unser Dokument, das möchte ich drucken. Wie geht überhaupt drucken? Wo finde ich das? Da wechselt man hier auf den Dateiordner. Okay, wechselt man da auf den Dateiordner und da gibt es da unten Drucken. Und da, das ist der Druckendialog, kann ich mir ein paar Sachen aussuchen. Da kann ich entweder nur aktuelle Seite drucken, alle Seiten drucken, benutzerdefinierte Seiten, da muss ich dann eingeben, eben Seite 2 bis 6 zum Beispiel. Ups. Habe ich schon gedruckt? Tatsächlich. Ja, da ist es schon der Reihe nach. Ja, Enter drücken ist anscheinend gefährlich. Seiten 2 bis 6. Kann man da eben eingeben, was man drucken will. Einseitiger Druck, beidseitiger Druck, hängt davon ab, was man für einen Drucker verwendet. Da oben kann man sich aussuchen, den verwendeten Drucker. Das sind die bei mir installierten Drucker. Das ist ein echtes Gerät da, der Canon da zum Beispiel. Der Prada ist ein echtes Gerät, der steht da hinten zum Beispiel. Da würde dann wirklich Zettel rauskommen. Ich rate aber noch hinzu, da kann ich zum Beispiel beidseitiger Druck auswählen. Das sieht ganz anders aus. Auch bei dem Canon kann ich hier beidseitiger Druck über kurze Seite drehen, über lange Seite drehen und so weiter. Ich schlage vor, wir verwenden zuerst einmal einen sogenannten PDF-Drucker. Dann wird das Dokument in eine PDF-Datei umgewandelt. Was normalerweise dabei ist bei Windows, ist der Microsoft Print to PDF. Der ist da dabei. Ja? Und da kann ich halt, wenn man dann auch beidseitig drucken kann, sehen. Ja? Eine PDF-Datei hat keine Rückseite. Ja? Das hat nur Vorderseite. Dann kann ich aussuchen, Hochformat, eine Seite pro Blatt, zwei Seiten pro Blatt, wie das haben will. Schauen wir es mal an. Drücken wir, drucken. Ja, drucken wir mit ganz normalen Standardeinstellungen mit dem Microsoft Print to PDF, drücke ich drucken, ja, und jetzt kann ich mir aussuchen, wohin ich das speichern will. Und das möchte ich hier FI speichern. Nein, in A-Inf möchte ich speichern. Und das soll heißen Microsoft Word, so wie meine Datei. Ja. Und jetzt wird das angeblich gedruckt. So, wo finde ich das? Muss ich den Browser aufmachen? Ja, da ist der Browser. Der Explorer heißt er ja. Ja. Und da finde ich ja unter Heinz persönlich, finde ich, dass er wieder unter Schule drin und unter A-Inf. Und da ist auf einmal dieser PDF, das ist heute am 19.04. um 11.27 Uhr, das war jetzt gerade erstellt worden, öffnen wir diese und jetzt öffnet sich der PDF-Viewer unserer Wahl, meiner Wahl in diesem Fall, und da sehen wir, okay, so sieht das also aus, wenn es ausgedruckt worden wäre. Und wenn man das einmal ausdruckt, dann scrollt man da einmal durch, hat man PDF-Datei gemacht. So mache ich zum Beispiel meine PDF-Dateien, die man herunterladen kann, hat man PDF-Datei gemacht, und wenn irgendwo etwas schief gegangen ist beim Drucken, dann würde es hier auffallen. Und das geht's, dass wir nicht unnötig Papier verschwenden. Und hier sehen wir, okay, so schaut das also aus. Vielleicht zoomen wir ein bisschen raus. A4 Seiten, genauso wie wir es erwarten, genauso wie wir es geschrieben haben. Anscheinend ist alles gut gegangen. Was kann denn nicht gut gehen? Nicht gut kann zum Beispiel gehen, so eine Durchnummerierung oder so irgendwas, auf sowas sollte man schauen, irgendwas, was automatisch ausgefüllt wird. Auch diese Datumsfelder, wir werden später noch kennenlernen,
Fußnoten, Querverweise und Quellenangaben und so weiter, da steht dann so richtig fett groß, Achtung, Verweisquelle konnte nicht gefunden werden oder so, das fällt auf, wenn man durchscrollt. Ja. Auch fallen auf irgendwelche komischen Umbrüche, die plötzlich drinnen sind, eine leere Seite und so weiter. Das kann man hier alles herausfiltern, wenn man mal ein PDF macht. Deswegen schlage ich vor, dass man immer, bevor man wirklich druckt, einmal ein PDF macht, sich das anschaut, wie das aussieht. Ja. Aber schauen wir, was die anderen Einstellungen so bedeuten, weil mit PDF kann ich es gut herzeigen. Ja. Schauen wir mal, eine Seite machen wir mal zwei Seiten pro Blatt. Schauen wir, was das bedeutet. Drücken wir drucken. Ja. Überschreiben wir das. Was will er denn? Jetzt überlegt er. Manchmal passiert das. Auf meinem Rechner, auf diesem Rechner im Besonderen, ich weiß nicht ganz genau, woran das liegt, deswegen habe ich einen anderen PDF-Drucker installiert, zwei Seiten pro Word, da muss man es halt nur mal probieren. Ja. Unter Microsoft Word, soll ich das speichern? Ja, ist bereits vorhanden, ich möchte es ersetzen, ich möchte es mir ansehen. So, jetzt wird das neu erzeugt, jetzt machen wir das halt wieder auf, jetzt ist es um 11:31 Uhr erzeugt worden, machen wir das auf, zwei Seiten pro Blatt. Ah, schau her, wie das ausschaut. Jetzt haben wir praktisch, jetzt sind die Seiten reingezoomt, quergelegt, ja, und jetzt haben wir zwei Seiten pro, also genauso wie es heißt, ja, haben wir jetzt pro Blatt da vorhanden. Das schaut ja eigentlich auch nicht so schlecht aus, ne? Man muss nur bedenken, die Sachen werden schon immer klein, immer ganz klein. Dieser PDF-Drucker, der kann dann natürlich auch noch andere Formate, obwohl wir hier eingestellt haben DIN A4, können wir da jetzt zum Beispiel DIN A3 verwenden, ja? Und da sehen wir, aha, muss ich mir pro Abschnitt aussuchen, gell? Muss man ein bisschen vorsichtig sein. DIN A3, wie schaut das jetzt aus? Zwei Seiten pro Blatt, DIN A3, drucken, Microsoft Word. Jetzt geht's wieder nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht kann es mir irgendwer irgendwann einmal sagen, wenn er das sieht, was ich da für Probleme habe. Ja? Geht nicht. Scheiße. So, also das ist jetzt um 11:32 Uhr erzeugt. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Aha, na jetzt ist A3, sind es A3 Seiten, sehen wir, das schaut jetzt aber schon anders aus, da schon ein Format verloren, na, schaut aber eh so ähnlich aus, ja. Weil eigentlich müssten das ja A4 Seiten jetzt sein, die Hälfte von A3 ist ja A4. Aber da oben, das passt überhaupt nicht mehr, nein, das gefällt mir nicht. Also, dieses Skalieren beim Drucken, das sollte man tunlichst vermeiden, okay? Das sollte man tunlichst vermeiden. Schau, da habe ich sogar jetzt umgestellt, uiuiuiui, da stellt einmal alles um. Naja, Layout, Format A4, Format A4, haben wir schnell wieder zurückgestellt, haben wir ja gelernt. Ja, und je nachdem, was der Drucker bietet, kann ich halt da unter Drucken Sachen einstellen. Ja. So einfach ist es. Jetzt machen wir mal 8 Seiten pro Blatt, schauen wir, wie das ausschaut. Das habe ich noch nie ausprobiert. Drucken. Das wird jetzt schön seltsam ausschauen, sage ich mal. Der Drucker wird gerufen, um den Druckauftrag zu starten. Wir rufen den Drucker. Drucker! Nutzt nichts. Was das macht, das war's auf Ende. Aha, jetzt kann man das nicht starten. Vielleicht hat er nur einfach länger gebraucht. Kann ja auch sein. Manchmal pfeift es. Manchmal funktioniert es einfach zacki zacki und funktioniert. Und ich mache immer wieder das falsche Fenster auch auf, weil ich nicht gewohnt bin, mit dem Explorer zu arbeiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tatsächlich sind 8 Seiten. Alles. Und wenn man da rein einzoomen, kann man das noch lesen.
Kann man sogar noch lesen. Na bitte. Ja, braucht man nur gute Augen. Ganzes Dokument auf einem A4-Blatt. Natürlich ein Blödsinn. Ja, aber bitte. Ich weiß nicht, wer das braucht. 8 Seiten. So funktioniert auf alle Fälle das Drucken. Ja? Dann hat man wirklich das Blatt Papier in der Hand. Kann es irgendwem übergeben, irgendwo hinschicken, als Brief oder was auch immer. Ja? Oftmals reicht es schon ein PDF und wie wir das erzeugt haben, auch gerade gesehen. Gut, ja, ich habe gesagt, manchmal beim Drucken kann es Probleme kommen. Bei Fußnoten, bei Querverweisen und so weiter. Das nächste Mal sehen wir uns an, wie wir Fußnoten machen. Ja, was eine Fußnote ist, wie wir das machen, dass wir da Erklärungen dazu schreiben können ein bisschen. Schauen wir uns an, wie wir Fußnoten einfügen in unser Dokument. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.